Liebe Freunde, liebe Gemeinde, ich wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. An diesem Feiertag erinnern wir uns an die Geburt Jesu Christi. Die ersten Menschen, die von diesem Ereignis erfahren haben, waren Hirten. Wir lesen dieses Ereignis im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Also, es waren die Hirten, die von diesem Ereignis als Erste erfahren haben, durch die Engel. Und dann lesen wir weiter. Denn euch ist heute der Heiland oder Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Weihnachten ist ein Fest des Friedens. Jesus Christus hat den Frieden in diese Welt gebracht. Aber wenn wir uns anschauen, was in unserer Welt passiert, fällt es uns schwer zu verstehen, wie Weihnachten ein Fest des Friedens sein kann, wenn gerade jetzt an vielen Orten Krieg herrscht. Von welcher Art von Frieden spricht Jesus? Wie kann ein Mensch diesen Frieden erlangen? Gott, Jesus Christus, ist die Quelle des Friedens. Als der erste Mensch, Adam und Eva, gegen Gott gesündigt haben, trennte die Sünde den Menschen von Gott. Also die direkte Verbindung zu Gott, zu der Quelle des Lebens, wurde unterbrochen. Quelle des Friedens. Was bedeutet das für die Menschen? Die Menschen haben den Frieden verloren. Wie wirkt sich das aus? Der erste schwere Krieg ereignete sich kurz nach dem Sündenfall, als Kain seinen Bruder Abel aus Neid tötete. Als Kain den Frieden in seinem Herzen verlor, nur weil sein Bruder ein besseres Opfer dargebracht hat als er. Da verlor er den Frieden. Da wurde in seinem Herzen erstmal dieser Krieg ausgebrochen. Und dann hat er das in die Tat umgesetzt. Krieg beginnt immer nicht erst auf der Straße, sondern in dem Herzen des Menschen. Dann wird er auf den Nächsten ausgegossen. Hast du schon mal die Macht der Sünde in deinem Herzen gespürt? Wenn du Konflikt mit einem anderen Menschen hast, mit deinem Ehepartner, vielleicht mit dem Kind oder mit den Eltern, Arbeitskollege, Nachbar, wer auch immer dein Nächster ist, hast du das gemerkt, dass du manchmal unzufrieden bist in deinem Herzen und dass dieser Konflikt von dir ausgeht? Ich habe es festgestellt in meinem Herzen, dass ich manchmal diese Konflikte habe. Und ich kann sagen, allein schaffe ich das nicht, diese Konflikte zu bewältigen. Die gute Nachricht ist, dass wir Jesus Christus haben. Ohne Gott ist der Mensch unfähig, Frieden zu haben. Was ist die gute Botschaft? Denn euch ist heute der Heiland geboren. Weihnachten ist ein Fest des Friedens. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Engel sangen dieses Lied zum Lobe Gottes. Friede auf Erden. Wohlwollen unter den Menschen. Jesus Christus kam, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Er wurde der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und er stellte die zerbrochene Beziehung zwischen uns und Gott wieder her.
Wir lesen in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 18 und 19. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Was hat Christus getan? Er hat uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. Er hat unsere zerbrochene Beziehung zur Quelle des Friedens wiederhergestellt. Wer kann diesen Frieden erlangen? Jeder, der an Christus glaubt. Jeder, der seine Sünden bekennt und diese lässt. Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer an mich glaubt, wird Wohlgefallen haben bei Gott. Hast du heute Christus in dein Herz aufgenommen? Ist Jesus Christus dein Retter geworden? Hast du heute Frieden mit Gott und deinem Nächsten? Jesus Christus bietet dir heute diesen Frieden an. Der Friede in deinem Herzen. Vielleicht befindest du dich schon lange im Kriegszustand, in deinem Herzen, gegenüber deinem Ehepartner, Nachbarn, Geschwister, wer auch immer das sind. Und du schaffst das nicht. Und genau da brauchst du Christus. Genau da brauchst du Hilfe, dass Gott des Friedens dir helfe, Frieden zu schließen. Weihnachten ist ein Fest des Friedens. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen Frieden in deinem Herzen, in erster Linie mit Gott, durch Jesus Christus und mit deinem Nächsten. Gott segne dich darin. Frohe Weihnachten.